Hallo Handballfreunde, hallo SCM-Fans, hallo Menschen mit grün-rotem Herzen. Ich habe heute ein T-Shirt angezogen, das ist natürlich vom Titel her komplett überzogen, aber ich habe eine Nachricht, die mich zumindest für wenige Sekunden zum König des Handballs macht, zumindest hier in Magdeburg. Wir dürfen nämlich euch und Ihnen verkünden, es hat sich eine bestimmte Causa erledigt, und zwar um diesen Mann. Yannick, hallo! Hallo! Es ist wenige Wochen her, da ist zumindest Handball Magdeburg durcheinander geschüttelt worden. Eigentlich war es ganz Handball Deutschland, ach, Handball Europa. Wir waren, glaube ich, gerade alle miteinander in Ungarn, und in einem Fernsehkommentar während eines Handballspiels von Flensburg wurde gesagt, du willst da hinwechseln. Und wir nehmen es jetzt mal vorne weg. Dieser ganze Quatsch ist vom Tisch und du darfst es selber verkünden. Ja, ich habe meinen Vertrag hier bis 2020 verlängert. Ist das nicht großartig? Also ich muss ehrlich sagen, man muss diesen Job, den wir hier miteinander machen, ja auch immer ein bisschen professionell sehen. Aber ich habe mich selbst auch dazu hinreißen lassen, Yannick eine Facebook-Nachricht zu schreiben. Und du hast sogar reagiert. Vielen Dank, dass du mich damals beruhigt hast. Wie ist eigentlich diese komische Nachricht damals passiert? Kann man das irgendwie nachvollziehen? Also von das habe ich gar keine Ahnung. Ich war überrascht und ja, dann kamen ein paar Facebook-Nachrichten von dir. Und es ist ja so ein Handball, aber ja, jetzt brauchen wir nicht mehr darüber reden. Ja, aber das Ding ist ja, dass Handballfans das auch interessiert, was da hinter den Kulissen so abgeht. Ja, also versuche ich noch ein kleines bisschen nachzufragen. Wenn es hier zu viel wird, kannst du mir auf den Kopf hauen. Wie hat denn damals auch der Trainer reagiert irgendwie? Ich kann mir vorstellen, der hat ja erstmal ein Gespräch mit dir geführt. Oder ist das alles komplett was nur für uns in der Öffentlichkeit stattgefunden hat und euch war es total egal im Hintergrund? Also mir war es eigentlich total egal, was die da sagen, aber es ist ja klar, wenn viele Leute darauf reagieren und viele Leute mir fragen, dann muss ich was dazu sagen. Und das habe ich dann in der Volksstimme gesagt, dass ich mich hier wohlfühle. Und wir haben dann überlegt, ich habe mit SC Magdeburg gesprochen und wir haben uns geeinigt, dass ich hier bleibe. Das Schöne ist auch, jetzt würde man vielleicht sagen, gibt ja so die Stammtischstrategie, ja, jetzt gibt es richtig viel Geld und ein großes Auto. Du bist mit einem klitzekleinen orangen Auto hier zum Training vorgefahren. Ja, ich liebe dieses Auto. Du bist auch nicht so der Fan, der jetzt irgendwie mit Reichtum zugeschüttet werden möchte. Du bist auch aus sportlichen Gründen hier geblieben? Auf jeden Fall. Also zur Zeit macht es richtig viel Spaß und ich glaube viel an unser Projekt. Deswegen habe ich auch so lange verlängert, also bis 2020, dann haben wir viel Zeit, was Großartiges zu machen. Und wir haben ja schon gut angefangen und jetzt machen wir weiter. So, das bedeutet für dich, das ist jetzt komplett vom Tisch, du kannst da schon eine Weile drüber lachen. Wissen das eigentlich die Mannschaftskameraden auch relativ schnell dann in so einem Fall? Wie wird denn sowas eigentlich kommuniziert? Oder erfahren die das jetzt hier? Nee, natürlich sage ich die Bescheid. Also jetzt haben wir Länderspielpause diese Woche, das heißt viele Spieler sind nicht hier, aber ich schreibe dann eine Nachricht, dass die alle das wissen. Gibt es eine WhatsApp-Gruppe SC Magdeburg? Natürlich. Marc Schmidt, Manager und Leiter der Geschicke des SC Magdeburg, steht neben mir. Eine schöne Nachricht, die wir verkünden konnten. Yannick Rehn bleibt hier. Wie hast du das gemacht? Ja, indem wir einfach permanent mit Yannick im Gespräch waren. Und wir waren natürlich auch ein bisschen irritiert vor dem, was da vor Wochen kommuniziert wurde. Aber das ist im Handball nun mal so in der Bundesliga. Yannick hat sich hier extrem wohl gefühlt. Und wir waren uns eigentlich relativ schnell einig, dass er hier in Magdeburg bleiben möchte. Und ich glaube, das ist ein gutes Signal, bis 2020 den Yannick hier in Magdeburg zu haben. Nun ist es ja am Ende wirklich so, dass es ein großes Aufsehen erregt hat. Und ist es am Ende nur so ein Fernsehkommentator gewesen, der sich wichtig tun wollte? Oder musstet ihr schon schrauben und kurbeln, um da noch was zu löten? Nein, wir sind ja permanent im Gespräch gewesen mit Yannick. So ist es ja nicht. Das ist ein bisschen wie stille Post und dann kommt eins zum anderen. Und natürlich ist auch in der Medienlandschaft heute so, da muss man solche Sachen mal raushauen. Letztendlich, also von unserer Seite war immer klar, dass wir ihn hier in Magdeburg behalten wollen, weil ich glaube, das ist nach der Verpflichtung jetzt von O'Sullivan vor einem guten Monat, ist das einfach ein ganz, ganz wichtiges Signal auch nach Handball-Deutschland, dass wir unsere Leistungsträger auch hier halten können und eben weiter mit ihnen arbeiten und weiter wachsen wollen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal, neben natürlich der erfreulichen Nachricht, dass Yannick bei uns bleibt. Aber so ist nun mal die Medienwelt heute, um auch mal auf die Eingangsfrage zurückzugehen. Und wir sind relativ ruhig geblieben, wir haben das auch alles nicht groß kommentiert, haben das gemacht, was wir immer tun, gearbeitet und können dann eben heute dieses Ergebnis und nur darum geht's verkünden. Wie waren deine Emotionen, als du diesen Kram damals im Fernsehen gesehen hast, als dieses Gerücht aufkam? Ich war zu dem Moment eigentlich auch noch entspannt, weil ich immer das Gefühl hatte die ganze Zeit, dass sich Yannick plus Familie, das ist auch ganz wichtig, mit seiner Familie, mit zwei Kindern, mit einer Frau hier in Magdeburg relativ wohlfühlt und es für mich nicht erkennbare Gründe gäbe, warum er jetzt wechselt. Aber dann
In Gesprächen war es auch so, dass ich natürlich eins nicht konnte. Ich konnte nicht Magdeburg näher an den Dänemark ranholen, an seiner Familie. Und er hat immer mit jemandem gesprochen, der sich in seiner Komfortzone befindet, der zu Hause seinen Lieblingsjob ausübt in Magdeburg. Ich bin gebürtiger Magdeburger und da wusste ich nicht, wie seine Entscheidung denn ausfällt, ob das Herz ihn doch in Richtung Heimat lockt oder ob er sich weiter uns anvertraut. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass das auch in der Gänze so funktioniert hat. Torhütergespann sowieso in Magdeburg, 1A und 1A, oder? Es gibt keine klare Nummer 1 bei uns. Habe ich immer so kommuniziert. Ich glaube, dass wir auch Gott sei Dank nicht im Fußball uns bewegen, dass ich nur 4 Wechsel habe. Ich kann hin und her wechseln, wie ich möchte. Wenn ich das wollte, könnte ich jede 3 Minuten den Torhüter hin und her wechseln. Deswegen, beide haben uns schon ganz wichtige Punkte auch in dieser Saison gerettet. Beide funktionieren sehr gut als Team. Deswegen die ideale Lösung. Die meistgestellte Frage von Magdeburger Handballfans in dieser Situation, kannst du dir vorstellen, was ist jetzt mit Mika? Kannst du schon was zu sagen? Ich kann dir sagen, der Geschäftsführer hat mir grinst. Soll ich mitgrinsen? ja. Abwarten, Tee trinken. Ja, abwarten, Tee trinken. Ich glaube, dass sich auch er in Magdeburg nicht ganz so unwohl fühlt. Mehr ist nicht rauszuholen aus den Herren. Ich habe wieder alles für euch gegeben, sportfrei.